Ich bin hier beim Sommerfest von Startschuss und spreche jetzt mit Dirk vom Vorstand. Hallo Dirk. Moin. Dirk, du machst ja auch den Empfang, ne, für das Sommerfest. Genau, das hat sich letztes Jahr schon bewährt, dass wir die Leute, die zu uns kommen möchten, so ein bisschen in Empfang nehmen, die sich vielleicht nicht so ganz trauen, dass sie sagen, hier, kommt doch vorbei, kriegt eine Programmübersicht, dann sind die schon mal so ein bisschen besser drauf, dass sie eher reingehen würden. Und lohnt es sich denn, hierher zu kommen? Also ich finde schon, weil wir heute alle, also viele Angebote haben, die kostenlos nutzbar sind, die so ein bisschen locken sollen für unser vielfältiges Angebot. Du kannst umsonst Stand-Up-Paddling ausprobieren, du kannst Yoga machen, du kannst Badminton spielen. Also alles wird angeboten und die Leute können einfach mal vorbeikommen und schnuppern. Ich finde es gut. Macht ja auch das Sommerfest, um euch hier zu präsentieren. Wie geht's denn eurem Sportverein? Genau, wir sind eigentlich das ganze Jahr irgendwie aktiv. Wir haben das Langereihe Straßenfest jetzt hinter uns gebracht. Jetzt haben wir das Sommerfest. Wir sind auf dem CSD aktiv. Also wir sind eigentlich das ganze Jahr über aktiv, um Leute zu uns zu bekommen. Wir sind ein Sportverein, der ständig wachsen möchte, der neue Sportarten präsentieren möchte. Wir sind gerade wieder so ein bisschen gewachsen, sind bei Pi mal Daumen 750 Mitgliedern und würden ganz gern das stabil halten oder ausbauen. 750 Mitglieder in wie vielen Sportarten ungefähr? Wir sind jetzt gerade bei der 19. Sportart und deswegen sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Dieses Stand-Up-Paddling und Selbstverteidigung habe ich gesehen. Was gibt es sonst noch so, was dir gerade einfällt? Also wir haben von B wie Badminton bis Y wie Yoga eigentlich alles dabei. Du hast Ballsportarten schon genannt. Wir haben Fußball für Männer und für Frauen. Wir haben Tischtennis, wir haben Volleyball, wir haben wirklich alles. Rückengymnastik für das ältere Semester, damit die auch bei uns quasi bleiben gebunden sind. Also wir bieten schon ein vielfältiges Programm an und jeder, der es nicht weiß, aber mal sich trauen sollte, sollte einfach vorbeikommen, denn wir sagen, du kannst vorbeikommen und schnuppern. Und wenn es dir gefällt, dann ist es super. Wenn du sagst, nee, ist nicht meins, dann ist es halt so. Aber wenn man es gar nicht ausprobiert, kann man gar nicht wissen, wie gut eigentlich Startschuss ist. Man muss nicht gleich Mitglied werden. Nee, das wäre ja furchtbar, wenn wir gleich sagen, hier, du musst aber zahlen oder so. Die Leute sollen sich bei uns wohlfühlen, das ist das Wichtigste. Wir wollen die Community ein bisschen stärken, wir wollen gucken, dass wir Leute auch langfristig an uns binden, weil wir sagen möchten, wir sind ein Verein, der nicht nur Sport macht, sondern auch abends mal ein Bier trinken geht. Das muss auch drin sein. Sind eigentlich auch Geflüchtete zu euch gekommen? Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren ein Programm für Refugees. Leider ist es noch so ein bisschen, ja, sie trauen sich, sage ich mal, noch nicht so wirklich. Sie wissen noch nicht, was damit anzufangen. Also wir sind permanent im Gespräch. Die Leute von Queer Refugees sind heute auch da. Wir sind wieder im Gespräch und die Leute müssen einfach langsam rankommen. Also wir bieten für geflüchtete Menschen kostenlos ein Sportprogramm an. Ihr macht ja auch mehrere große Turniere. Zum Beispiel zu Ostern, das Häschen-Turnier ist, glaube ich, das erste, ne? Genau, wir fangen Ostern an mit Häschen-Turnier. Im September ist jetzt wieder Badminton dran, im November Fußball. Also eigentlich das ganze Jahr ist immer Bambule, wo Menschen, Mannschaften aus ganz Europa auch zu uns kommen. Das ist wirklich großartig. Wie lange bist du jetzt schon bei Startschuss dabei? Oh, ich bin seit 2010, also jetzt das siebte Jahr und seit 5 Jahren im Vorstand. Und bringt immer noch Spaß. Es macht super viel Spaß. Du lernst wirklich jedes Jahr neue Leute kennen und freust dich, bekannte Gesichter auf den Turnieren wiederzusehen. Ja. Und welche Sportart ist deine? Ich bin bei Volleyball, bei Selbstverteidigung. Dankeschön, Dirk. Sehr gerne und viel Spaß noch.